Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu Cycle 2, Woche 2. Kniebeugen, schwer, steht an der Reihe. Video zum neuen Plan kommt, meine Freunde, kommt. Ja, und ihr seht hier erstmal ein bisschen Warm-up, 140 sind gerade drauf, ne 137, das sind nämlich die 17er Stange. Denn das Animal hat vorher da wieder rumhantiert, der nimmt ja immer die 17er. Und ich muss sagen, das Wochenende hat Spuren hinterlassen. Hier, das war gerade ein bisschen aus Spaß, der Satz, habe ich einfach mal rumgeschrien. Das war aber auch noch Warm-up, das Trainingsgewicht. So hat er ein bisschen Affen gemacht. Das Trainingsgewicht beträgt 155 Kilo. 4 Wiederholungen, 5 Sätze. Und das Wochenende, ich war das Wochenende weg mit den Verbindungsleuten, war richtig cool, war richtig geil. Wir waren da in so einem Wildpark, Wildnis, konnten uns dann überlegen, ob wir im Freien campen oder in so Erdhöhlen und weiß ich nicht was. Ich habe die Erdhöhle gewählt. Da war dann auch so eine Matratze, die war ungefähr so dick und dementsprechend hat sich mein Rücken auch angefühlt an diesem Squat Day. Ich habe heute, ist der Tag danach, habe ich alles kaputt. Gestern lag ich im Bett wie ein Krüppel, heute lag ich im Bett wie ein Krüppel. Und heute war aber Speed Sumo. Und das Video werdet ihr sehen, aus den Speed Sumos sind normale Sumos geworden, weil auf Speed konnte ich gar nichts ziehen. Da war alles krumm und buckelig im Rücken. Aber ich bin durchs Training durchgekommen. 155 4x5. Ist ganz cool. Nächste Woche sind wir dann bei 3 Wiederholungen und darauf die Woche dann schon nur noch bei 2. Aber wie der neue Cycle aussieht, wie gesagt, bekommt ihr ein Video zu. Was mir auch aufgefallen ist, durch die WM, was ist denn da los? Hör mal, keine Abonnenten oder was? Kommen keine Abonnenten mehr, Leute. Hängen nicht mehr alle vom PC abends. Aber na gut, bald ist die WM ja wieder vorbei. Und ich habe ja jetzt über das Wochenende, habe ich ja ein bisschen was in Content hochgeladen. Vor allem viel Technik und Tippsachen. Deswegen gönne ich mir gerade ein bisschen eine Auszeit. Bin ein bisschen am Umstrukturieren, ihr wisst das ja auch mit dem Gym und allem. Da schaue ich mal, dass ich da ins andere Gym komme und dann werden die Tutorials und alles abgedreht, aber dann bitteschön auch schön strukturiert. Und ja, ihr seht das hier, ich sag vielleicht mal ein bisschen was zur Form. Die Tiefe ist parallel, gerade so, parallel. Ja, also wirklich auch nicht tiefer und so. Das versuche ich aber auch. Ich versuche die ganz kontrolliert. Ich gehe auch sehr langsam runter. Ich lasse mich ja nicht reinfallen. Kontrolliert genau auf diese Position zu setzen. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ja. Vor allem jetzt die Technik hier mache ich ja jetzt ungefähr seit 3-4 Wochen. Funktioniert aber sehr gut. Geht mir sehr gut rein. Es ist sehr kontrolliert. Und wie ihr vielleicht seht, die Rotation ist viel weniger geworden. Das heißt, anscheinend taugt mein Assistance Training. Das ist jetzt der letzte Satz. Da ist zwar Rotation mit drin, aber im Vergleich zu damals viel, viel weniger Rotation. Ja, und das für den letzten Satz. Und da seht ihr das. Das sah nach dem dritten Satz schon so aus, dass ich mich danach einfach nur noch auf den Boden legen musste. Es war sehr anstrengend. Ich hatte nichts zu trinken dabei. Hehe. Der Tyson mal wieder. Und ja, so sieht das Kniebeugen bei mir aus. Danach gammel ich erstmal auf dem Boden rum, wie so ein Krüppel. Wobei das natürlich jetzt auch der letzte Satz war. Jetzt hier in achtfacher Geschwindigkeit ein Teil meiner Mobility Work danach. Nicht alles. Ich habe ungefähr das Dreifache gemacht von dem, was ihr jetzt hier seht. Ich habe auch noch meine Schulter natürlich gemacht. Sogar das 4-5-fache gemacht. Also ich mache immer so eine Stunde Mobility mittlerweile danach. Und ja, alles Mögliche, was den Hüftbereich angeht, die Tutorials dazu, ja, komm, ihr wisst Bescheid. Und ja, ihr könnt ja so schon mal ein bisschen gucken, was ich mache. Ich habe gesehen, haben sich ein paar die Bänder gekauft in dem Amazon-Shop. Danke dafür, dass ihr mich da wirklich supportet und das tatsächlich mal meinen Link dann besorgt. Finde ich sehr schön. Und ja, hier seht ihr halt so ein paar Sachen, ne? Alles Hüfte neutralisieren und danach das gleiche mit der Schulter gemacht, aber noch viel mehr gemacht, auch Foam Road habe ich danach auch noch. Alles, das tue ich aber jetzt nicht mehr mit drauf.
Das sind, weiß ich nicht, total viel. So viel habe ich auch gar nicht mehr zu erzählen. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu meiner Freundin. Das Trainingsvideo von heute belabere ich noch. Das kommt dann allerdings morgen. Das hier kommt heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.